was am Samstag in Bellem zum Auftakt der GTC-Saison 2020 noch richtig drückend heiß empfing der Sonntag, der zweite Teil des 3-Stunden-Rennen, die Teilnehmer erstmal mit einer kühlen Dusche. So ging es ins Qualifying und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Race Report Extra. 25 Teams standen eigentlich hier zur Debatte beim Sonntagslauf. Zwei Teams mussten leider zurückziehen, aber nichtsdestotrotz ging es hier richtig heiß zur Sache im Regen-Qualifying. Und dort sicherte sich die 34 mit Tobi Dauenhauer am Lenkrad erneut die Pole Position. Wie schon am Vortag startet also die 34 aus der Pole Position. An P2 allerdings dann anders als am Vortag die Startnummer 006 Mannfilterteam RBM, und das war schon eine kleine Überraschung, die kamen ja aus der Cup-Klasse. Es ging mit der Überraschung weiter, die Cool Runnings schwammen richtig gut nach vorne und waren damit bestplatziertes Trophy-Team in der dritten Position. Honda Spirit hingegen, der Vortagessieger vom 9-Stunden-Rennen, auf P4 mit einer Sekunde Rückstand im Regen auf dem Polesetter, war dann schon etwas deutlicher zurück. Richtig gut machten das aber die Jungs auf P5. Die 52 vom ABR KBJ Junior Team, die ihre erste komplette Saison fahren. Sie waren bestes Cup-Team aus dieser Cup-Klasse für Junior-Teams und Neueinsteiger oder Gentleman-Teams und pflanzten ihre 52 in die dritte Startreihe hinein, P5. Aber zunächst einmal galt es, sich zu überlegen, was für ein Reifensetup ist die richtige Wahl für das Rennen. Rheintal MSC mit der Startnummer 96 setzte schon früh auf Slicks. Es waren noch etwas erschwerte Bedingungen. Durch die Corona-Maßnahmen war maximal ein Helfer erlaubt in der Startaufstellung. Die beiden Herren hier haben damit kein Problem gehabt, denn die sind eingereist zu zweit. Zwei Fahrer, Vater und Sohn Elsässer, auf der 3, ihr Teamname Dauerbrenner Endurance. Ja, und das wollten die zu zweit stemmen. Kein Vorläufer, kein Taktiker, kein Helfer, kein Schrauber. Die beiden machen alles alleine, haben für die Masterklasse genannt und setzen erstmal auf Regenreifen. Aber vielleicht liegen sie damit ja auch goldrichtig. Natürlich die allgemeine Hektik bei so einem Reifenpoker am Anfang. Da werden noch schnell Teile geholt, Reifen geholt. Nochmal umgeschraubt, man darf ja bis zum 2 Minuten Schilder noch schrauben. Bei manch einer hat noch was vergessen, aber die Karts stehen alle auf der Startaufstellung und damit pünktlich in der Grid. Und da schauen wir mal, fast überall Slicks, wohin man auch blickt nur die 77 und der 77 ist Firex Racing Team und die Startnummer 3, die Dauerbrenner Endurance Mannschaft, setzt hier komplett auf Regenreifen. Was die richtige Wahl sein sollte, ja, das haben die Teilnehmer dann erst wenig später gesehen. KSR startet aus der 10. Position. Die 55 hier gestern richtig flott unterwegs, richtet nochmal den Luftfilter und war etwas enttäuscht über den 16. Startplatz. Schließlich waren die ganz vorne dabei am Vortag. Aber sie hatten nur ganz, ganz alte Regenreifen und damit fiel die Wahl natürlich auch auf Slicks. Mit den Regenreifen brauchten sie gar nicht mehr zu fahren, sie hatten keine neuen Regenreifen dabei, also Slicks wird schon gut gehen. Ja, wenn man dann seine Handschuhe dabei hat. Aber alles noch im Zeitplan, die letzten Sekunden laufen runter, bevor das Pace Card sich in Bewegung setzt zum zweiten Lauf der GTC am Sonntag in Bellem, Distanz 3 Stunden, das ist ja die Sprintdistanz in der GTC, in der Langstreckenserie. Da gibt es kein kürzeres Rennen als 3 Stunden. Und so setzt sich das Feld in Bewegung in die Einführungsrunde und versucht nun mal die Temperaturen in die Reifen zu erhöhen. Mit Slicks auf feuchter Strecke ist das natürlich ein schwieriges Unterfangen, da einigermaßen Grip reinzukriegen. Und so waren schon alle gespannt auf die erste Kurve. Wenn man sich schon in der Einführungsrunde dreht, darf man sich wieder hinten anstellen. Dass dieser kleine Fauxpas ist der Startnummer 13 passiert. Sensory Mines Grand Prix GP
Sensory Mainz GP heißt das ja richtig, ne? Powered by ABR. Die drehten sich in der Einführungsrunde, schließen sich hinten an, aber 3 Stunden Zeit, wieder nach vorne zu fahren. Und vor allen Dingen galt es erstmal, das Kart auf der Strecke zu halten, bis die so weit abgetrocknet ist, um mit den Slicks dann auch vernünftig Grip-Verhältnisse vorzufinden. Man sieht ja schon teilweise, wie schwierig das ist, wie die Karts rutschen in der Einführungsrunde. Ja, und dann sollte die Reise auch gleich abgehen aus der Pole Position. Wie gesagt, MSC Oberflockenbach vor dem Mannfilter-Team RBM. Cool Runnings an der 3. Position, Honda Spirit. 4. Position, ABR KBJ 5. Hausexperten 6. ADAC-Team Nordbad mit der 15. 7. Raccoon Racing 8. Cool Runnings Junior-Team, auch eine Überraschung, auf P9 ins Rennen. Und dann war es soweit. Die grüne Flagge wurde zum zweiten Mal geschwenkt, zum zweiten Lauf der GTC in diesem Jahr. Und ähnlich wie gestern konnte sich dann auch die 34 zunächst erstmal ein klein wenig absetzen. Aber der Speed, diese halbe Sekunde fast, wo die 34 am Vortag schneller war, das zeigte sich dann hier in diesem Rennen nicht. Die Konkurrenz konnte mithalten, im Gegenteil, es trocknete dann relativ schnell ab. Und Honda Spirit war das Team der Stunde, die hier dann bis 2, 3, 4 Zehntel pro Runde da schneller fahren konnten. Aber das galt natürlich, 3 Fahrerwechsel zu absolvieren, die Pacecar-Phasen richtig zu erwischen. Und so konnte sich Honda Spirit auch nie komplett vom Feld irgendwie lösen und absetzen und hatte die ganze Zeit zu kämpfen mit der Mannfilter-Truppe. Mit der Startnummer 006, mit den Cool Runnings, mit Honda, MSC Oberflockenbach. Also die mussten da richtig kämpfen, obwohl sie vom Speed her richtig schnell unterwegs war. Die üblichen Zwischenfälle im 3-Stunden-Rennen gab es natürlich auch. Die technischen Probleme hielten sich in Grenzen, aber es gab so einige schwarze Flaggen abzuhandeln. Da sind welche in die Tankbox gefahren, Haltelinie an der Waage überfahren, den Motor nicht abgestellt beim Fahrerwechsel, was in diesem Jahr neu vorgeschrieben worden ist, dass der Motor aus ist beim Fahrerwechsel. Und neue Regeln, die müssen erstmal drin sein, und so der ein oder andere oder auch der ein oder andere Neueinsteiger haderte natürlich damit noch. So gab es dann die ein oder andere schwarze Flagge, Startnummer 23. Euro Racing aus Aachen mit laufendem Motor den Fahrerwechsel gemacht. Es gab dann eine Stop-and-Go-Strafe. Das warf die Truppe aber gar nicht weit zurück, denn die waren richtig gut unterwegs, belegten am Ende P3 in ihrer Klasse, in der Cup-Klasse, und waren dementsprechend auch happy damit. Ja, das Rennen plätscherte nicht vor sich hin, das war schon ein spannendes Rennen, es ging immer hin und her, aber keiner konnte sich entscheidend absetzen, keiner konnte auf technische Probleme von anderen spekulieren oder hoffen, es hielt eigentlich alles. Und so entwickelte sich ein spannendes Rennen, was von der Taktik geprägt war, und erst ganz zum Schluss kam bei raus, dass Honda Spirit und Mannfilter Team RBM rundengleich zusammenliegen. Boxenstopp bereinigt, präsentierte sich Feld in der Schlussphase. Wie üblich in so einer kurzen Distanz zeigt sich erst zum Schluss. So, Boxenstopp bereinigt, wenn alles okay ist, wenn jeder seine 3 Pflichtfahrerwechsel absolviert hat. Wenn es in die letzte Stunde hineingeht, auch der letzte Tankstopp angestanden hat, zeigt sich erst ein klares Bild an der Tabellenspitze, an der Ranking. Und da sah es dann so aus, dass die Mannschaft von Honda Spirit alle Hände voll zu tun hatte, das Mannfilter-Team von RBM, Team RBM, mit der Startnummer 006 hinter sich zu halten. Die lagen dicht beieinander und MSC Oberflockenbach knapp eine Runde zurücklag. Das lag auch daran, an einer Taktik, die zerstört wurde durch eine Pacecar-Phase. Und auf der 4. Position dann die Hausexperten.de mit der Startnummer 50. Kurz vor Schluss kam noch ein bisschen Hektik auf, denn ein Kart blieb liegen. Die 52, die bravourös kämpfenden Mannschaft von ABR KBJ Junior Team, rollten aus. Es waren noch 10 Minuten zu fahren. Das Pacecar ging nochmal auf die Strecke, führte das Feld nochmal zusammen. Honda Spirit lag vorne und das Mannfilter Team rundengleich dahinter. Also der rausgefahrene Vorsprung schrumpfte.
Allerdings hatte man Glück beim Restart, dass dann doch noch einige überrundete Karts dazwischen lagen. So konnte sich Honda Spirit erstmal ein bisschen absetzen. Team Mannfilter Team RBM versuchte alles, genauso wie MSC Oberflockenbach mit der Startnummer 34, da nochmal heranzukommen. Aber es ging dann nur noch über 2-3 Runden und so fuhren die Jungs von Honda Spirit der 22 ihren zweiten Sieg in Folge ein mit 8 Sekunden Vorsprung auf dem Mannfilter Team RBM und dann eine Runde zurück, die 34 MSC Oberflockenbach. P4 für die 50, hausexperten.de, die mit ihrem Auftakt in der Topklasse mehr als zufrieden waren. War ja Trophy-Vizemeister aus dem Vorjahr. Und an der 5. Position dann der Gewinner der Trophy-Klasse hier in Berlin. Das ist die Startnummer 15, ADAC-Team Nordbaden, die kurzfristig für den Sonntag noch nachgenannt haben. Und hier läuft der Sieger ins Ziel. 22 reißt die Arme hoch. Honda Spirit, zweiter Sieg im zweiten Rennen. Gestern noch einigermaßen glücklich zustande gekommen und dann am Sonntag beim 3-Stunden-Rennen mehr oder weniger souverän das Ding gemanagt. Gucken wir nochmal in die Klassen rein. ADAC Team Nordbahn gewinnt die Trophy-Klasse, Cool Runnings 2., OSM 3. und in der Cup-Klasse gewinnt erneut Car Race Tech Team vor den Cool Runnings Unity mit der 175, Klasse 1 Stand für die Junioren und auf P3 Euro Racing mit der Startnummer 23. Ja, und das war's jetzt hier aus Belleben. Wir sehen uns wieder mit der GTC-Gemeinde am 11. 12. September beim Race Weekend in Wittgenborn. Und das sieht genehmigungstechnisch auch gar nicht so schlecht aus, dass wir da wirklich ein Rennen durchführen können. Und die nächste Race Report-Sendung, der Standard Race Report, dann wieder in gewohnter Weise demnächst hier auf unserem Kanal.